Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Half-Life spielt Panty. Nein, Panty spielt Half-Life 2. Wir sind in Ravenholm, einer meiner Lieblingsabschnitte des Spiels. Mit der Gravity Gun. Und wie man hier schon sieht, ist das hier der spooky Horror-Zombie-Abschnitt in Half-Life. So. Hier sieht man auch schon direkt Leute. Hier hängt ein Zombie. Oder ein ehemaliger Zombie. Da hören wir auch schon einen. Und da läuft er. Und jetzt können wir zum Beispiel die Kiste nehmen, etwas wegrennen und den Zombie so in die Luft jagen. Wichtig ist, was ich gerne vergesse, den Abstand einzuhalten. Und dadurch sorge ich dann dafür, dass mich die Kiste, das Explosiv fast selbst trifft. Und einer der schönsten Dinge in Ravenholm sind diese Sägeblätter. Mit denen kann man die Zombies nämlich einfach durchschneiden, wie man es hier sieht. Das ist das Beispiel für gently runterfallen lassen. Und da haben wir es auch. Wir können uns die Munition ersparen. Wir können natürlich die kleinen Gegner auch einfach durch die Gegend schleudern. Da reichen dann natürlich nicht einfach nur zwei Schüsse, da brauchen wir mehr. Das hier auch mal, denn wie ihr seht, die waren auch am Leben. Bei den Zombies ist immer sinnvoll, komm her, davon auszugehen, dass sie noch leben. Da ist noch einer. Und auch sinnvoll ist immer zu wissen, wo das Sägeblatt hingeflogen ist. Was auch geht, ist mit dem Sägeblatt einfach durch zwei gleichzeitig hindurchschnitzeln. Das war unklug. Deswegen lade ich auch nochmal. Wofür quicksafen wir schließlich? Also durch zwei gleichzeitig durchschnitzeln. So. Ich nehme mir nochmal ein Sägeblatt mit. Komm her. Und gehe hier um die Ecke. Der hat keinen Headcrab auf dem Kopf. Der sollte also nicht wieder aufstehen. Und hier haben wir etwas Neues. Dieser Motor hier. Oh. Wo ist er? Eine Stimme, die Bibelzitatmäßig spricht. Okay. Tja, diese Kiste macht den Motor nicht kaputt. Aber der Motor macht euch kaputt. Und mich natürlich, sobald ich aufstehe, auch. Und deswegen bleibe ich jetzt hier so gekniet, bis ich dran vorbei bin. Ich hole noch mal eben die andere. Das andere Sägeblatt mit. So. Denn das passiert nur allzu schnell, dass man das Sägeblatt irgendwo verliert und dann hat man keine. Da muss man wirklich Waffen verwenden. Und das will man ja nicht. So, und hier kann ich nun das anschalten. Und
da. Da kommen sie schon. Ich muss nur hier hinter den automatischen Zombie-Schnetzler. Und dass die Headcrab noch beachten. Die brauchte, wenn ich mich nicht irre, 3 Schuss. Jawohl. So. Speichern. So geht's dann natürlich auch. Los, komm. Ich nutze sie in den anderen Raum, wo ich das Ding schon aktiviert habe. Hier hinten. Weg damit, ich will hier langlaufen können. Hier. Da kloppen sich die Gegner gegenseitig. Aber jetzt kommt er. Und selbstverständlich ist er nicht klug genug, um dieses Ding drumherum zu laufen. So. Und wieder ein Gegner weniger. So. Wir hören noch weitere von der Sorte. Und da ist er. Der will das Fass auf mich werfen. Und jetzt kommt er auch her. Dann machen wir doch mal das hier. Jagen wir den nochmal in die Luft. So, da drin war noch ein. Und noch einer. Sehr schön. Da sitzt noch ein Zombie. Da stellen wir mal sicher, dass der tot ist, indem wir ein Sägeblatt auf ihn schießen. Ich hole mir mal die Sägeblätter hier. Hier raus. Leg die mal hier hin, das eine, und nimm das andere mit. So. Man sieht, das ist auch ein bisschen frickelig. Abzuschätzen, wie man das Ganze so bewegen muss. Weil die Wände sind halt dann im Weg und die Maschine, also die Gravity Gun will die halt trotzdem wieder durchbewegen. Der ist hinüber. Ansonsten wäre der jetzt gestorben und dann stände da Zombie tot. Spätestens jetzt ist er sowieso hinüber. So, dann würde ich sagen, schalten wir das mal an. Und machen uns hier nochmal so ein Zombie-Schnetzler, falls welche kommen. Und schauen mal, was hier auf uns zukommt. Brennende Zombies. Ach, wie herzallerliebst. Und zurück können wir eh nicht mehr. Und ich habe natürlich den Fehler gemacht, die Sägeblätter nicht mitzunehmen. Und jetzt haben wir hier... Na gut, ich kann sie noch hierher ziehen. Sehr schön. So, die liegen jetzt hier. Ah, hier oben ist er doch. Speichern. But who is this? Another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Das ist doch schon mal ein Versprechen. So.
mal, ob wir hier etwas finden. Nein, das ist nur die Zündflamme. Das Gasabdreher, der Gasabdrehhahn. So. Hier ist tatsächlich ein Eingang, durch den wir sonst nicht hätten reingehen können. Das hat zumindest einen getroffen. Da sind noch mehr. Hier sieht man schon, die halten einiges aus. Die will man nicht mit seiner Feuerwaffe abschießen müssen. Nun gut. Schauen wir mal hier, da ist nichts Besonderes, hier ist nichts Besonderes. Kann ich einen von diesen Generatoren anschalten? Nein. Kann ich hier hoch? Nein. Dieser Raum ist scheinbar auch nur Deko. Aber hier wären noch weitere. Ah, okay, dann geht's hier weiter. Und da kriegt man zumindest diese Kopfkrabbe mit weg. So. Moment. So. Bin mir ziemlich sicher, es gab einen Shortcut, um die Gravity Gun zu aktivieren. War das G? Ja, genau. G war die Gravity Gun. Hier oben erwartet. Noch ein Explosivfass und ein Zombie, den kriegen wir relativ einfach platt. Und hier sind... Du bist weg. Aber genau das habe ich mir gedacht. Das war der falsche Knopf. Mal hier oben gucken. Hier ist nichts Besonderes mehr. Hier können wir nur noch in diesen Raum reingucken. Okay. Und jetzt geht's schon los. Wo habe ich mein... Die lackieren, nicht wahr? Ja. So, schießen wir das mal weg. Nehmen uns unsere Munition wieder. Und da war noch ein Headcrab auf dem Kopf. Denn ohne Headcrab auf dem Kopf heißt es kein Leben der Zombie. Oh. Die geben schon einen Alarm von sich. Die sind tatsächlich nicht sehr freundlich im Vergleich zu den anderen. Nicht trivial. Und wie man auch sieht, halten die einiges an Schüssen aus. Wenn die mich treffen, geht meine Lebensenergie sofort auf 1 runter. Denn ich bin vergiftet. So, das muss ich ausschalten hier unten, denn ich muss... So, komm erstmal hier. Der lebt. Lassen wir die alle aufstehen. Dass wir sicher sein können, dass die... Die kommen natürlich jetzt sofort zu uns. Die wissen genau, wo wir sind. Hier war noch ein zweiter Ausgang, wenn ich mich nicht irre. Na, bin ziemlich sicher, der war der hier oben irgendwo. Hier genau, die dürfen jetzt hier hinter der Couch. Ah, sehe. Die kann ich nur hier wegschießen, ein Stück. Speichern wir mal und gucken, was hinter der Tür ist. Nein, die Tür geht gar nicht auf. Okay.
Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rein, nehmen uns eine Waffe mit und schalten den Strom ab. Dann fällt auch die Leiche darunter. Und wir können jetzt dann in Zukunft dadurch. So. Und schon ist hier so einer. So. Das geht natürlich auch. Ist aber natürlich nicht so schön. So, und dann gehen wir hier und machen hier wieder das Gas an. Das geht. Und entzünden das Ganze wieder. Und somit haben wir hier wieder eine Feuerwand, in der die Zombies draufgehen. Hier kommen auch noch welche. Das ist jetzt quasi auch wieder diese neue KI. Dass die Zombies in der Lage sind, sich hier durchzukämpfen. So, und meine, das ist das, was ich meine. Meine, das Mensägeblatt ist verschwunden. Kein Problem, hier ist jetzt nochmal das ist die Stelle, wo man das mit dem Gas lernen soll. Dass man hier den Zombie anzünden kann. Und da ist ein Ersatzsägeblatt. So. Und hier ist noch eins. Wahrscheinlich ist das Sägeblatt, wo ich... So, drehen wir mal hier das Gas ab. Das wollen wir auch gleich wieder anzünden. Hier kommen uns nämlich jetzt Zombies entgegen. Ah nein, ah. Das sind interessant. Das sind die Zombies, die wir hier hatten. Die sind hier tatsächlich schon durchgelaufen, als ich sie geweckt habe. Das ist zwar gut, dass ich sie geweckt habe, jetzt sind die nämlich nicht mehr hier. Jetzt würde ich gerne von der Seite das Gas einfach wieder anmachen, dass mir nicht später die Zombies nicht entgegenkommen können, aber merken, da ist Gas, das man anmachen kann. So, jetzt haben wir wieder keine Werfmunition. Das war nicht schlimm, wir haben auch sehr viel Munition mit normalen Waffen. Wir haben ja allein schon das die MP kaum verwendet. So, wie immer oft speichern. Well done, brother. Make free use of my traps, but take care not to fall in them yourself. Behind you! In Ravenholm, you do well to be vigilant. Sprach's und verschwand. Ja, das passiert, wenn man nicht ordentlich springt, und das passiert hier tatsächlich öfter mal. So, alle Gegner, die ich jetzt töten kann, muss ich später nicht bekämpfen. Von daher mache ich jetzt die Kopfkrabben hier kaputt. So, die müssen jetzt nicht auch gleich wiederkommen. Oh, das ist sogar 3. Das ist ja voll. Das hat geklappt. Dann halt so. So. Und einmal speichern. Nein, ich will da nicht runterhüpfen. Ich wollte eigentlich nur der Dings aus dem Weg gehen. Probieren wir mal das hier aus. Das sollte auch explodieren. Hat aber jetzt nicht viel Schaden gemacht. Dann schauen wir mal, was uns hier unten erwartet.
stehen. So. Okay, das ist einfach nur ein anderer Weg da lang. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ein Auto auf die Zombies stürzen zu lassen, wenn sie uns zu nahe kommen. Da war ich zu langsam. Und weg ist... Nein, da ist das Sägeblatt. Da soll das hin. Abgeladen ist. Dann schauen wir mal, können wir noch andere Zombies anlocken. Nein, können wir nicht. Wie schaut es hier drüben aus? Gut. So, dann speichern wir mal und heben dieses Auto hoch. Wir können ja dieses Auto wieder runterwerfen. Oder können wir das hier auch runterwerfen? Hier. Ja, das klappt. So. Hier ist ein Lambda-Symbol, hier ist also nochmal ein Bonus. Da weiß ich aber nicht, wie ich hinkomme. Dann würde ich sagen, wir gucken hier mal weiter. Okay. Ah ja, okay. Die Autos, die sie oben sind, sind gleichzeitig Wege. Wenn man hier guckt, hier geht es hier so lang. Und dann über dieses Auto hier hin. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich wieder hier rein. Hier wieder irgendwie hoch? Nein, das sieht eigentlich nicht so aus. Okay. 100%, also obwohl ich das Spiel sehr oft schon gespielt habe, 100% kenne ich es auch nicht. Ich muss auch immer wieder überlegen, wie war das? Und das sorgt auch dafür, dass man das Spiel immer wieder spielen kann. Okay, ich weiß, ich muss hier irgendwie hoch, aber ich weiß nicht wie. Ah, ich glaube, ich hab's. Ich lasse das jetzt mal hier unten. Ich muss auf das Auto rauf. So. Einfach vom Auto hochheben lassen. Das ist die Lösung. So, und dann sieht man, hier kam ich her. Da bin ich rein, dann bin ich hier unten rausgekommen. Und jetzt muss ich hier über das schwebende Auto, was natürlich sehr wirklich ist. I am Father Grigori. You have already met my congregation. Der ist auch ein bisschen durchgeknallt, oder? Aber doch irgendwie auf eine positive Art. So. Und das hier ist einer der Ladegänge. Das ist eine gute Art und Weise, einen Ladebildschirm unterzubringen. Du läufst durch den Gang, hinter dir geht die Tür zuvor, vor dir kannst du eine Tür aufmachen. Ja, es gibt mehr als nur die normalen Headcrabs und mehr als die normalen und die schwarzen. Es gibt jetzt auch diese langbeinigen Schnellen, die echt fies sind, vor allem für echt fiese Gegner sorgen. So, dann nehmen wir nochmal das Ding mit. Das kann ich übrigens nicht in die Hand nehmen. Das ist lustig, ich kann es tatsächlich nur mit der Gravity Gun nehmen. So. It is you, brother. I apologize. But no harm done. My bullets are the least of your concerns. Da hat er recht. Seine Bullets sind die letzten meiner Sorgen. Ich will G drücken, wobei er auch nicht schlecht ist. Denn hier ist noch ein Zombie.
der aufwachen kann, wenn ich ihn nicht platt mache. So. Der lebt noch. Haben Schmerzen. Wie gesagt, die müssen sich ja wohl durch die Schädeldecke durchkauen. Bisschen aufgeräumt. Den haben wir jetzt mal auch los. Der Zombie, also noch ein Zombie weniger. Da ist eine Headcrab, die brennt. So, das Lustige ist, die setzen die Fässer nicht in Brand. Das passiert nur, wenn man sie anschießt. So. So wie jetzt. Okay, da war nichts dahinter. Da hatte ich jetzt gedacht, da wären eventuell. Doch, da waren Headcrabs dahinter. Die brennen jetzt, weil natürlich die Explosion die auch anzündet. Das war die Gift-Headcrab und jetzt sehen wir schon, wir haben all unsere Munition verfeuert. Da hinten ist noch einer, das weiß ich. Da. Und wir können den nicht. Das klappt also nicht. Ich kann die zwar nehmen und da hinten schießen. Ja, doch, das hat funktioniert. Okay. Ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass das nicht möglich ist. Gut, hier haben wir jetzt erstmal aufgeräumt. Aber da kommen noch welche nach. So. Und zwar müssen wir jetzt hier irgendwie runter. Ich würde sagen, auf das Auto, dann ist der Sturz nicht so tief. So, und hier haben wir uns nämlich jetzt den Weg freigesprengt, dadurch, dass ich die. Na, das war tatsächlich nur ein Bonus, aber das ist nicht schlimm, es ist Munition. Munition schadet auch nicht. So, es gibt hier tatsächlich ein Achievement. Das habe ich mir schon geholt, wenn man diesen Abschnitt komplett nur mit der Gravity Gun durchspielt. Und das ist am Ende ziemlich schwer. Werdet ihr noch sehen. Den Endkampf nur mit der Gravity Gun. Das ist heftig. Okay, so. Jetzt ist wieder die Frage, wo geht's weiter? So, also hier ist nichts. Zum Glück haben wir jetzt die Ruhe, um sehen zu können. Hier war nur Bonus. Okay. Da geht's nicht rein. Da ist nix.
hier geht's auch nicht weiter. Kommen wir mal hier direkt. Ah, Leiter. Leiter übersehen. Na bitte, da ist er. So. Und irgendwo ist jetzt wieder ein Zombie erwacht. Nun ja. Although they call me crazy, I care not, for thou art my helper, my strength, and my strength. Ja, der ist schon crazy, aber irgendwie auf eine coole Art und Weise. So. Und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann gucken wir weiter, wie dies mit den Zombies in Ravenholm aussieht. Also dann, ciao, miau.